Willkommen zurück zu Risen, Leute. Nun, Meister, die Robe ist ja gut und schön, aber ich denke, ein paar Tränke können auch nicht schaden. Hier, nimm sie. Danke. So, und jetzt geh und tritt den Echsen in den Arsch. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Dialog erinnern. Ich brauche Tränke. Naja, erstmal ein Schild des Titanenlords verkaufen, was für eine lustige Idee. Nö. Die meisten Spiele bieten ja ungefähr 3 Wege an, so wie hier, Magier, Ordenskrieger, Bandit. Und ich fände es mega witzig oder mega gut, wenn bis zum Ende wirklich das dreierlei verschiedene Wege sind, so wie bei Gothic 2 in Arthas Rahmen macht es extrem gut. Also ich weiß es schon bei Gothic 2 so. Aber Gothic 2 ist vollendet. Und er ist wirklich ein richtiges, vollendetes Produkt mit Die Nacht des Rahmen. Da ist jeder Weg, kriegt seine eigene Endausrüstung. Jeder Weg, bis zum Ende hat man immer noch Variationen drin. Und das ist halt schade, dass alles auf die Dings reduziert wird, auf die Titanen-Lord-Ausrüstung in eine bestimmte Schublade gedrückt. Oder gelegt, gepackt, wie auch immer. Aber ich sag gerne gedrückt, weil es sich so gezwungen anhört, was meine Absicht ist. Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, der ist jetzt wieder aufgefüllt, möchte ich wetten. Nee. Okay, gut. Okay. Eigentlich kann man sich da oben noch umsehen. Aber wir sind so mächtig, wir brauchen den Loot nicht mehr. Ach, ich wollte ja rüberspringen mal für die Verdeutlichung. Was? Weil zu dem Tempel zählt für mich immer nur, was hinter der Barriere ist, nicht was vor der Barriere ist. Das ist nur so, das ist nur das Vorspiel, so. Das ist nicht der richtige Akt. Hier soll deine erbärmliche Hülle. So, hier drin sehen wir uns kurz um. Ihr seht ja schon, da steht eine Wüste. Gleichzeitig ist hier ein Gitter, was das wohl auslösen wird. Ihr könnt es euch schon denken. So, zack. Und dann zeigt sich dahinter das natürliche Gestein. Boom. Ja, jetzt macht der Feuerball Spaß. Dass das Ende halt nicht gut gemacht ist, also der Schluss von dem Spiel, so das letzte Kapitel, da fehlt einfach nochmal was. Da haben wir den erledigt, damit er uns nicht in Stücke hackt, während wir uns zurückverwandeln. Ja. Der Rest vom Spiel ist großartig, vor allem die Scheibensuche macht richtig Spaß. Der Anfang ist gut. Also alles, was im ersten Kapitel passiert. Was ich zum Beispiel aber nerviger finde, wo ich höre eher die Klagen, dass der Teil mit den Tempeln und den Priestergräbern der schlechteste sei. Aber es finde ich gar nicht. Ich finde, der schlechteste Teil ist, wo man in den Vulkan absteigt. So. Ich mag die Musik nicht von dem Ding. So, es ist extrem linear und es gibt einfach Stellen, wo man gar nicht mit Finesse weiter kann, sondern einfach nur stumpf Levitation anwenden, damit man nicht... Boah, da sind ja 2. Damit man nicht von den Stacheln erledigt wird, zum Beispiel. Ja, da gibt es dann einfach Stellen, die sind hölzern. Magie wirkt hier nicht. Magie wirkt hier nicht. Kampf der Magier.
So, jetzt haben wir alle Teleportsteine. Ja, und hier... Ja, was zum Beispiel, was soll man jetzt mit der ganzen Erfahrung noch machen? Man kann sie nicht wirklich noch einsetzen. Was sollte ich hier... Interessant. Ja, dann ist es doch die letzte Folge, weil... Ich habe hier Teile einer Rüstung. Kannst du sie reparieren? Solltest du da nicht besser zu einem Schmied gehen? Sie ist magisch. Es ist die Rüstung des Titanenlords. Verstehe. Du hast sie also gefunden. Es ist vollbracht. Das, was geteilt war, ist vereint. Hier ist die Rüstung. Was geteilt wird, wieder vereint, wenn auch massiv voneinander getrennt. Viel Glück. Ja, und jetzt tragen wir diese überfette Rüstung. Aber immerhin der Glanz ist sehr schön. Du bist zurückgekehrt. Hast du die Rüstung? Ja, ich habe alles. Gut, dann ist es soweit. Ich spüre es. Der Titan ist frei. Noch hat er nicht seine alte Kraft wieder. Doch mit jeder Minute, die du wartest, sammelt er seine Kräfte und wird stärker. Du hast nicht viel Zeit. Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Doch es ist zu natürlich spät. Das Tor ist geschlossen und der Titan wird sich erheben. Tritt beiseite! Niemals! Du wirst Platz machen, so oder so. Du hast nur eine Kleinigkeit übersehen. Ohne Okular wirst du den Titanen nicht einmal sehen können. Ach ja? Dann werde ich mir wohl deins nehmen müssen. Glaubst du etwa? Du kannst gegen mich gewinnen? Du trägst Ursegors Rüstung. Aber dir fehlt der Wille zum Sieg. Und deshalb wirst du, wie alle anderen, untergehen. Gehen soll. Nee. Was willst du machen, Inquisitor? Ja, was willst du machen? Frieren soll deine sterbliche Hülle. Jetzt stirb schon! Okay. Nicht mehr genug, Mann. Ganz schön garstig, der Penner. Ja, ich nehme jetzt den Feuerball, weil der halt Sprühradius hat, so. Ja! Zack. Aber was sollen wir jetzt noch damit machen? Wir können ja nicht mal mehr Zauber benutzen. Okay. Ich will den letzten Save immer so haben, dass der Inquisitor tot ist. Das ist einfach so eine Konvention von mir. Es muss, manches muss so seine Richtigkeit haben für mich. Okay, alles klar. Ja. Wir könnten das Okular anziehen, aber die Sache ist, wenn der Kampf losgeht, haben wir eh die Rüstung des Titanen. Naja, es war klar. Ich wollte nur sehen, was passiert. Die Optik ist mega geil. Ich wünschte, es gäbe ein paar mehr Sachen, die so alienmäßig aussehen. War's das jetzt endlich? Ja, tatsächlich.
irgendein magisches Zeichen. Wird die Insel auch weiterhin schützen. Eine der letzten Enklaven der Menschheit wurde gerettet. Du denkst, hier endet die Geschichte? Nein. Was hier geschehen ist, ist nur der Anfang. Der Kampf gegen die Titanen hat gerade erst begonnen. Komm, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Du denkst, hier endet das Let's Play? Richtig.